Tonight's tournaments have a $20,000 buy-in. Everything seems to be in order. The chips are stacked, the deck is shuffled. Let the tournament begin! Gentlemen, I leave you to the tender mercies of GLaDOS. Good evening. Great! What the hell, Wayne? Habba habba! This completes the first test of the contestants' poker faces. The bad news is you all failed miserably. The good news is you appear to be evenly matched. The name of the game is Texas Hold'em. Hallöchen, Freunde. Willkommen zu Poker Night 2 jetzt auf diesem Kanal. Ich hatte das ja schon mal auf meinem Zweitkanal damals. Und ich habe gerade gemerkt, die Untertitel sind aus. Ganz kurios, Steam hat meine Speicherdaten nicht übernommen. Das heißt, ich habe jetzt meine ganzen Unlocks. Ich wollte eigentlich mit dem Borderlands-Set spielen, dem kompletten. Aber das konnte ich mir jetzt abschminken. Aber gar nicht mal so schlecht, denn dann kann ich jetzt hier auf dem Account sozusagen hier meine Parts machen, die ich auf diesem Kanal habe. Mir kam heute früh so spontan die Idee, das zu machen. Ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt, aber ich finde es halt übel geil und ich habe in letzter Zeit wieder Bock auf Poker. Deswegen ist das gar nicht mal so bad und ja, warum nicht, ne? Außerdem will man ja mal ein bisschen Abwechslung bringen neben LOL und Trashplay und halt ab und zu mal sowas wie Cuphead und Dark Souls, aber ja. Poker werde ich jetzt nicht erklären. Also ich sag mal, wenn jetzt noch eine 5 kommt, dann sind wir gut dabei, aber das sind wir ganz schön reingesackt. Aber wir lieben das Risiko, ja? Wir lieben das Risiko bis auf die letzte Karte. Wir wollen ja, wenn nicht gewinnt der Typ halt die ganze Zeit und 2-8 ist noch nichts, ja? Okay, wir haben zwar verloren, aber wir müssen jetzt einfach so viel erhöhen, dass er einfach rausgehen muss. All in. Er ist einfach all in. Nice. Scheiße. Oh nein. Oh mein Gott. Das wäre jetzt ziemlich unlucky. Das war jetzt ziemlich... Ich will jetzt... Like taking candy from a baby. Never bet against a freelance policeman on the edge. Krieg ich jetzt halt irgendeinen Sidepot oder wie ist das? Gut, ja, ich habe das Game schon eine Weile nicht gespielt, okay? Ich habe mich hinreißen lassen in der ersten Runde. Aber wir machen das nochmal. Gut, fängt ja schon mal mit einer schönen Bilanz an. Probieren wir schon mal ein Pair, das war das Niedrigste, aber... Oh, hi. Na Max, wie geht's dir? Stimmt, Max steht ja da hinten rum, das habe ich komplett vergessen. Sam? Nein, Max war richtig. Alles easy. Ich raise mal. Ich habe zwar das niedrigste Pair, ja, aber ich habe was. Wir wollen ja erstmal. Oh Gott, das eskaliert immer so schnell. Es eskaliert immer so schnell. Go ahead and call. I dare you. Ich habe jetzt aktuell noch 7-8. Stalling for time doesn't really work in poker, kid. Meine Gewinnchance ist nicht gerade hoch. Oh boy. Ich krieg vielleicht noch einen Sideport. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert. Scheiß drauf. Er hat natürlich das 10 abher. Ich wusste es. Oh lol! Oh, jawohl ja! Das war jetzt wirklich gepokert, die Scheiße hier.
Ich spüre den Kick. Jawohl! Geben Sie mir richtig in meinen Arsch! Fuck! Na, da habe ich meine Kopfhörer abgezogen. Nice. Was ist denn das? Was tue ich hier eigentlich? Joa, ist schon mal ziemlich kacke hier. Das ist. Ich sollte aufhören mit so einem Bullshit, ey. Aber das ist der Geist vom Poker, nicht wahr? Diese in letzter Sekunde ändert sich dein komplettes Leben, dein komplettes Blatt, nicht wahr? Looks like this sucker could go either way. Warte mal, er hat noch weniger als ich. Das ist Ash halt, ne? Der Typ macht ihn immer fertig. Also das ist der komplette Bluffmeister. Wie sollten wir jetzt gewonnen? Achso. Flush. Wait a minute. Are we suddenly playing high? Gut, das habe ich jetzt nicht gesehen. Eine Runde noch, aber diesmal spiele ich jetzt vernünftig, okay? Diesmal spiele ich ganz vernünftig. Und pass auf, dass ich keinen Arschtritt bekomme. You finally replaced the urinal cakes. Yes, and we've renewed our liquor license. Ja, jetzt kommt das. Libations may be purchased with the inventory tokens you've acquired. Be warned that the inventory will not be held responsible for the deleterious effects that alcoholic spirits may have on your gameplay. Della what? And with that disclaimer out of the way, on with the tournament! Tonight's tournaments have a $20,000 buy-in. Ich hab aber echt gedacht, ich hätte ihn an den Eiern, ne? Das war so ein Attraktiv für mich. Ja, Big Blind. I'll call. I call. Ja, wunderbar. Machen wir soweit, ist schon soweit. Okay. Gut. Checko. Nee, da. Dann denken sie, ich hab was. Ich hab ja auch was. Das sind diese zwei Fünfen, ne? Raise. Okay, gut. Also, entweder hat der Typ eine 5. Oder der hat einfach nur Bock. Aber na gut, es ist ja noch nicht so viel, was, gesetzt wurde. Das würde ich jetzt noch callen, tatsächlich. Nope. Aber ich will jetzt gerade erstmal nach der ersten Runde über 10.000 bleiben. Das wäre schon mal ganz cool. Muss ich jetzt noch 700 reingeben? Nee. Oh doch, Tatsache, ich muss 700 reingeben. Aber ich hab ja was. Im Thema, ich möchte über der 10 bleiben, ist auch egal. Checken wir erstmal. Oh, jeez. Owen. Really? All in! Nice. Wusst doch, der hat eine 5. Hab ich's nicht gesagt? Wieso mach ich's? Jawohl! Gibt's mir richtig. Yeah. Rock Samson has three of a kind, and the player oh mein Gott, ist das peinlich. Wins the hand. Well, that's pretty much how I figured it'd go down. The player has been eliminated due to lack of funds and intelligence. Oh my God! You're not a crier, are you? Oh my God! Was tue ich hier? Was ist das? So, das können wir jetzt natürlich nicht so auf uns sitzen lassen. Jetzt wird vernünftig gespielt, okay? Keine dummen All-Ins oder rumgetrollt oder sonst was. Jetzt, wirklich, jetzt gebe ich mir mal Mühe. Hey, where'd my money go? To a pleasant upstate farm where it has room to play with all its currency friends. Ach, Gladys. 2-8. Offsuit. Ein schlechtes Blatt. Yeah, I'll call. Und weil wir nicht nach der ersten Runde, ich folde, ist soweit okay. Sollen sie machen, was sie wollen, die Bäden.
Ein Glück habe ich gefodet. Wie gesagt, jetzt spielen wir mal eine Runde vernünftig hier. Oh ja. Ja, aber. Ash ist so grausam, ey. Aber jetzt kann ich ja Drinks bestellen. Dazu brauche ich halt nur Tokens. Ich glaube, ich habe keine Tokens, oder? Rock steals the pot. Ja, gut. Oh, you guys are way too easy. So, das Geile an diesem Game ist halt auch, es hat einen absolut geilen Soundtrack, wunderbarer Jazz und ich müsste mir den eigentlich nochmal zulegen. And I don't even like my dog. Wait a minute. This run of crummy cards is just one of your twisted little experiments, isn't it? Maybe. Or maybe you're just too cowardly to turn lemons into lemonade. Ich guck mal ganz kurz, wie viele Tokens ich habe. Gar keinen. Genau. Wir callen erstmal. Sie sollen ja noch nichts vermuten. Wir müssen den Angelhaken auswerfen, ja? Das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Ja. Also eigentlich sieht es schon ziemlich schlecht aus. Wir checken eine Runde. Wir nehmen eine Free Card. Tweeting, live blogging, thought spamming, hashtag clap trap kicks butt in the his house. Isn't it kind of hard to play poker and twerp at the same time? Ziemlich hart beschissen. Nein, gefolgt. Und wir aus dem Pot bekommen. Ich habe aus dem Blind habe ich glaube nicht bezahlt bisher. Ich hatte Big Blind. Würde ich jetzt nach meiner Rechnung sagen? Nee. Doch. Ich hatte Big Blind, oder? Nein, ich hatte gar kein Blind. Was habe ich denn gemacht? Hä? Warum habe ich dann? Achso. Stimmt, ich habe ja gecallt am Anfang, ich Idiot. Nicht. So. Wieder kein schlechten Uncard natürlich. Okay, Sam. Mach das ruhig. Das Coin war noch. Ignoriert das Telefon im Hintergrund. Gut, okay. Das ist eigentlich. Yo, Shiba, you think you can get me some better cards? Kein optimales Blatt, aber es ist ein Blatt, okay? Es ist ein gutes Blatt. Und da sehen wir mal. Das ist doch schön. Aber wir werden. What was that? Did you just try to hypnotize us with subliminals? Maybe. Are you upset? Upset? I think I'm in love. Excuse me? Listen, you're a robot, and I'm a robot. You like screwing around with people, and I like screwing around in general. So why don't we just go out for some pasta, a couple of bottles of Merlot, and a little conversation? Are you flirting with me? Let me check my variables. Yep, the flirting flag is set to true. Whoa, you kind of drifted off there. Oh boy, was zum Fick war das? Moment, ich muss telefonieren. Also dieses Gespräch mit diesem, was auch immer das war, kannte ich bisher noch nicht. So, spielen erstmal ein bisschen safe. Die werden nicht erwarten, dass ich einfach das höchste Paar hier habe. Und eine Street wird jetzt auch schwierig. Das heißt, wir müssen drauf pokern, dass keiner von denen eine 4 und eine 5 hat. Oder eine 4 oder eine 5, aber dann ist die Gewinnchance auch ziemlich gering. Wir callen erstmal nur, weil dann machen die noch mit. Es ist relativ simpel. Das zeige ich ja nur nicht, dass ich Eier habe. So, letzten Endes ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass jemand von den beiden eine 4 und eine 5 hat. Und ein Flush können sie nicht mehr bekommen. Und ich habe das höchste Paar. Natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, dass jemand halt, sag ich mal, 2-8 oder 2-2 und 2-3 oder so. Aber ich würde das jetzt als sehr gering einschätzen. Und weil ich doch ein ziemlich safes, ziemlich sicheres Blatt habe. Und er hat den höheren Kicker. Ich hasse ihn! Ich hasse ihn! Aber. Okay. Mr. Samson has a pair of eights. Aber da dürfte ich Sidepot bekommen, oder?
The next time you play, you might want to have better cards. Oh, ist das In a Place for a Hero? Wie hieß das? Short Range Hero? Das ist das Lied. Das Borderlands 2 Opening übrigens. Einen Moment, ich muss meine Katze rauslassen, die genießt jetzt das schöne Lied. Da bin ich wieder. Nein, ich habe keinen Sidepod bekommen. Ich verstehe den Sidepod immer noch nicht. Eigentlich hat er irgendwas mit den Blinds zu tun. Aber ich verstehe nicht, wann der ausgezahlt wird und das ist Kacke. Sure, why not? Das spiele ich nicht. Oh, great. Besonders nicht, wenn ich nur 8000 habe. I call. Außerdem verliere ich so nichts. Ich bin das nächste Runde wieder mit dem Blind dran. Das heißt, das ist alles safe, was ich hier tue. I get that a lot. People say I talk like some guy they saw on television. Sam makes off with the blind. More chips for me? I don't know what to say. Try your booty, Sam. Anywho, no, das ist wiederum kein schlechtes Blatt. Sal, the giant talking cockroach. Hell of a guy, Sal. You would have liked him. Was? You think you've got the cards to take down the king? Ja, was will er denn? Here's your chance, Mr. Fancy Pants. War das die All-In-Animation? Ich hasse diesen Wichser! Das kannst du vergessen. Der will die Blinds stehlen. Eigentlich müsste ich nein. Kann er vergessen. Not this time. Von mir aus macht ihr das mit Sam aus. Es ist mir vollkommen wurscht, was er tut. Der wollte ein. Okay. Okay. Okay, alles klar, Boys. Das ist der Grund, warum ich Ash hasse. Der geht mir so auf den Sack in diesem Spiel. Ja. Spannend. Ich würde mir so in den Arsch beißen, wenn jetzt einfach nur eine Queen kommt oder sowas und ich gewonnen hätte. Rats. Ashley has ace high. Sam has king high. Ash wins with an ace kicker. Groovy. Das kann jetzt nicht deren Ernst sein. Now that you've played a few hands without bleeding all over the cards, it's time to move the blinds das, up to 600 das, and 1200. Das ist jetzt nicht wahr. Es ist jetzt nicht wahr. Wieso habe ich denn so ein Glück in diesem Spiel? Es ist. Ich hätte beide gleichzeitig einfach rausgekickt mit meiner scheiß 8, nicht mal mit der Queen. Das ist. Was soll mir das denn sagen? Was will mir dieses Spiel damit sagen, wenn ich ein Ace-Paar habe, Sam auf einmal auch eins hat mit dem höheren Kicker oder vorhin, als ich so lucky war und dann Double-Pair hatte und er dann auf einmal wieder ein Double-Pair bekommt und ich komplett rausfliege? Was soll mir das eigentlich sagen? Was will mir dieses Spiel vermitteln? Boy! Gebt's mir richtig. Komm, das checken wir. Das ist super. Das ist richtig geil, gib mir die Free Card in meinen Arsch. Genau, richtig. Ich hasse dich, Ash. Der will uns langsam ausnehmen. Ich habe noch nicht so viel verloren, aber das muss ich folgen. Das geht nicht, wenn ich jetzt nur sterbe. Ich habe nur 6000. Der Typ zieht uns einfach alle ab. Was haben wir denn? I knew I should have paid more attention in algebra. Wett. I'll bet. Kann mal irgendjemand einfach mal das Claptrap gewinnt? Ash in diesem Spiel mit viel Geld schlimmer als das Claptrap. Gut gemacht, Claptrap. Noch mehr. Hau ihn richtig in den Arsch, jawohl. Fütter ihn. Boah, Alter, 35.000. Ich hab ein Pair.
I'll throw in a few more just to keep things interesting. I think I'll call. Das callen wir noch. Ich muss nächste Runde eh. Gut, der geht all in. Really? Nope. Ich gehe all in. Bis, also, letztendlich habe ich jetzt die Chance, die beiden abzuziehen. Ich habe schon ein gutes Blatt. Okay, und why then. Not? Nicht wahr? Nee, why not? Aktuell habe ich noch eine 100% Gewinnchance. Damn. Also, nein. Was, er hat eine höhere Gewinnchance, tatsächlich, stimmt. Ja, stimmt. Booyah. Darauf muss man natürlich immer, ich habe natürlich kein hohes Paar. Das wusste ich natürlich auch, aber... Oh mein Gott, ich habe das nur zur Stepier von allen. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt, wann dann, nicht wahr, aber... Rock Samson has two pair. Ash has a pair of eights. And you have ja, two pair. Ash hat eights, das ist richtig. On the side part, Brock wins. And on the main part, Brock wins with ja. The higher pairs. Das ist cool. Halt nämlich nicht. Ich verstehe immer noch nicht, wie das Sideplot funktioniert. Und ich bin schon wieder raus. You have lost all your chips. Oh well, it's only money. Your money. $20,000 of it. Right down the drain. Yeah. Why don't you get yourself a lemonade while the grown-ups sort this out? Ah, ich muss erstmal wieder in das Spiel reinkommen. Es ist tatsächlich so, dass ich am Anfang auch ziemlich hart auf den Sack bekommen habe. Wir kriegen das alles noch hin. Im nächsten Part von Poker Night 2. Lasst mich wissen, ob ihr überhaupt noch einen nächsten Part sehen wollt. Wo ich mich hoffentlich bessern werde. Also 4 verlorene Runden in einem Part ist schon mal ziemlich geil eigentlich, also doch ziemlich. Wenn ihr noch wie gesagt, wenn ihr noch den nächsten Part sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben, was weiß ich. Comment wäre mir lieber. Ansonsten, ich würde sagen, ich bin Xeanotwin7. Das war ein wahrlich ein Trash-Play zum Trash-Zember. Heute ist eine Aubergine in meinem Adventskalender. Und ja, würde ich sagen, ciao.